Ja. Ja, guck mal, wir haben einen Vortrag auf der Seite von einem ehemaligen Buddhisten, wo er darüber redet, warum er vom Buddhismus zum Islam gekommen ist. Und das ist eigentlich eine gute Sache, weil er, und das ist auch das, was wir damals vorhatten, als wir die Konvertitengeschichten aufgenommen haben, weil wir wollten damit zeigen, hier, guck mal, es gibt ja Argumente, warum der angefangen hat, warum der den Islam angenommen hat. Der ist ja nicht eines Tages aufgestanden und hat gesagt, ach ja, auch Islam, ich finde Islam, ist eigentlich gut, ich brauche irgendeine Religion. Nee, sondern das hat ja einen Grund. Und das ist auch der Punkt, weißt du, was mir so auf den Keks geht bei diesem Verfassungsschutzgedöns, was die für einen Schrott labern. Die erzählen immer, ja, das sind alles Jugendliche, die waren nicht gefestigt, ja. Und ja, dann sind sie in die Fänge der bösen Leute gekommen und so weiter. Punkt Nummer eins. Wer ist denn in Deutschland gefestigt? Welche Alternative haben diese Leute denn für den Islam? Welche Alternative haben sie, dass sie uns sagen, guck mal, der Sinn im Leben ist Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und das ist dein Ziel und so kommst du dahin. Was haben die denn? Die haben nur, ja, ich denke, ich glaube, ja, ich will gut leben. Ja, alles klar. Und danach? Ja, nix. Nichts vorhanden. Dann perspektivlos. Die Jugendlichen sind doch alle auf der Suche nach etwas. Auch diejenigen, die Christen sind. Aber dann erzählen sie, ja, die den Islam angenommen haben, die waren alle vorher. Und außerdem ist das ja auch falsch. Es gibt viele Leute, die vorher einiges gerissen hatten. Aber meistens diejenigen, die sich einen neuen Weg suchen, eine neue Religion suchen, das sind Leute, die nachdenken, das sind Leute, die ehrlich sind. Ja? Und dann kommt man dann mit, ja, weil der Salafismus, so, jetzt ist ja, das ist ja jetzt, guck mal, die haben gemerkt, ja, die Muslime sind 4 Millionen Leute, aber nicht alle rufen zum Islam. Ist also nicht so schlimm, solange sie auf den Keks gehen mit ihrer Dauer, mit ihrem, ne? Und, ja, alle auf einmal anzugreifen, ist immer schwierig. Dann sagen die einen, ja, haben wir hier nichts mit zu tun. Haben die jetzt einen neuen Begriff genannt? Ah, Salafismus. Was sagen Sie dann? Diese Leute, die haben einfache Antworten. Normalerweise können Sie das schon aufnehmen, weißt du das? Ach, du bist das am Aufnehmen. Die haben einfache Antworten. Einfache Antworten auf die Fragen des Lebens. Ja, was soll man denn haben? Soll man schwierige Antworten auf einfache Fragen haben, oder wie? Ja, was ist besser? Einfache Antworten auf schwierige Fragen oder schwierige Antworten auf einfache Fragen? Beste ist, einfache Antworten auf schwierige Fragen. Aber das ist die Logik des Islams. Des Islams. Und diejenigen, die Islam annehmen, das sind Leute, oder die anfangen zu praktizieren, die sich Gedanken machen. Und die sehen, welche Alternative hat diese Gesellschaft, welche Alternative. Und dann sind die sauer, wenn du das sagst. Ja, wir haben die Alternative, ein säkulares Leben führen. Das heißt, wir leben einfach, ja, und ja, spielt alles keine Rolle, Gott, ja. Bisschen Spaß haben, Disco, ja. Der die Augen aufmacht und sagt, okay, Disco, ich war schon tausendmal in der Disco. Im Endeffekt, man fühlt sich mal gut, aber das ist nichts, was einen erfüllt. Und jeden, den du fragst, der ehrlich ist, sagt, das stimmt, erfüllen tut das einen nicht. So, dann der nächste Drogen. Ja, ist das der Sinn des Lebens? Ja, guck dir die Leute an, wie kaputt die sind. Der nächste erzählt Frauen. Glaub es mir. Ich kenne Leute, die hatten Frauen gehabt. Das waren Weiberhelden, wie man so schön sagt. Ist jetzt nichts gegen Frauen, aber so sagt man das, ja. Von der übelsten Sorte. Alle, die diesen Weg der Sina gegangen sind, die haben jetzt richtige Probleme im Herzen. Eine richtige Frau, eine richtige Beziehung zu finden. Ist einfach so. Allah verbietet das nicht umsonst. Versteht ihr? Es gibt Dinge, die verursachen Schaden, die sehen wir. Oder die können wir mit dem Mikroskop feststellen oder was auch immer, indem man sieht, aha, guck mal, in diesem Produkt oder in dieser Materie oder in diesem Material sind diese und jene Bakterien drin. Ja, die kann man feststellen. Bei Sinna, bei Unzucht. Okay, man könnte jetzt sagen, ja, es gibt AIDS, aber dann könnten die sagen, ja, es gibt ja auch Kondome. Verstehst du, als Beispiel. Aber was das für eine Wirkung auf die Psyche des Menschen hat,
ist nicht etwas, was man greifen kann, ist nicht etwas, was man mit dem Mikroskop sehen kann, ja, oder was man auf irgendeine Art messen kann. Aber wir messen das an unserer Erfahrung im Leben. Schau dir die Leute an, die so gelebt haben, und aus irgendeinem Grund, ja, sind sie am Ende unfähig, eine vernünftige Beziehung zu führen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, es gibt auch Leute, die rauchen sich jeden Tag fünf Schachteln Zigaretten und die kriegen trotzdem keinen Lungenkrebs, weil sie mit 30 schon vom Auto platt gefahren werden oder einen Autounfall haben. Aber in der Regel weiß man, zu viele Zigaretten führen zu Krankheiten. Das kann man an der Vielzahl der Leute, die dadurch Krankheiten bekommen, kann man das messen. Und jetzt Besinner, da wird jetzt sagen, ja, aber ich kenne da jemanden hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen und der hat keine Krankheit bekommen. Oder der ist nicht, der führt heute eine gute Ehe. Das ist die Ausnahme. Die Mehrheit der Leute, ach, die so leben, jede Woche eine andere oder jeden Tag eine andere, ach, die sind am Ende kaputt. Die sind am Ende kaputt. Und selbst wenn sie das nicht zugeben, sind sie in ihrer Ehe kaputt. Weil die so viel gesehen haben. Das ist so. Ja, warum habe ich das erwähnt? Weil das dieses Gelaber ist. Ja, hier die einfache Antworten und ja, die erklären. Weißt du, das ist diese Arroganz. Diese Arroganz dieser, ich will das Wort mit klug am Anfang nicht sagen, dieser Schlaumeier, sagen wir es lieber so. Das ist diese Arroganz dieser Schlaumeier. Ja, einfache Antworten, das ist, ja, da stehen sie da. Ja klar, weil wir die Logik haben, weil wir die Wahrheit bei uns haben. Und Leute, dazu müssen wir stehen. Und da müssen wir stolz drauf sein. Da müssen wir uns nicht wegen verstecken. Das ist die Wahrheit. Alhamdulillah. Und das sagen wir jedem, der es hören will und der es nicht hören will. Ganz einfach. Das ist die Wahrheit. Ja. Wie gesagt, deswegen finde ich das so wichtig, dass Leute, die den Islam angenommen haben, ihre Geschichten auch erzählen. Weil es immer irgendwelche Gründe gibt. Alhamdulillah. Islam Express. Islam Express. Islam Express.